Im heutigen Video gibt es eine sehr wichtige Scam-Meldung. Außerdem gehen wir natürlich auf die Jobdetails von Alice im Wunderland ein. Außerdem schauen wir uns auf jeden Fall die nächsten Jobanzeigen. Gibt es hier nämlich den nächsten Infinity Stone. Und wir haben auch noch den nächsten Comic-Job. Und als letztes gibt es noch ein sehr schönes App-Update. Das und mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin's, dein Captain, dein VVOG mit den wichtigsten VV-News, die du auf jeden Fall da draußen wissen solltest. Und ich würde sagen, wir starten heute auf jeden Fall direkt rein ins Video mit diesen gesamten News. Wenn dir übrigens diese News gefallen und du in Zukunft auf jeden Fall nichts mehr verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall sehr gerne meinen Kanal, denn das unterstützt mich auf jeden Fall und du verpasst auf jeden Fall auch kein neues Video mehr von mir. Und ich würde sagen, starten tun wir an dieser Stelle erstmal mit einem Scam-Alert, beziehungsweise einem möglichen Scam-Alert. Das muss ich an dieser Stelle ganz klar betonen, aber es ist tatsächlich ziemlich obvious. Übrigens, es tut mir leid, falls ihr im Hintergrund irgendwelche Bohrgeräusche hört oder sowas, denn ja, bei mir ist gerade Baustelle und ich weiß nicht ganz, ob man das im Video hört oder nicht. Deswegen wollte ich es auf jeden Fall an dieser Stelle mal erwähnt haben. Nichtsdestotrotz kommen wir auf diesen Scam-Alert zu sprechen, und zwar hat nämlich das Ganze hier der Vivi-Feed geteilt, und zwar Download Hashtag Vivi for Windows PC. Und da sollte man sich jetzt erstmal fragen, warum sollte ich das überhaupt machen? Denn die Web-App reicht meiner Meinung nach eigentlich völlig aus. Außerdem, wie gesagt, ihr habt halt hier einfach die Gefahr, das Ganze ist nicht offiziell von Vivi. Dementsprechend kann der Owner theoretisch, wenn ihr eure Daten dort eingeben solltet, egal ob er gut gesinnt ist oder schlecht gesinnt ist, könnt ihr diese Daten verwenden, um sozusagen auf euren Account zuzugreifen. Ich weiß nicht, ob das ihr wollt, aber ich persönlich will das ehrlich gesagt nicht. Deswegen hier auf jeden Fall die ganz wichtige Meldung. Falls Vivi das Ganze bestätigen sollte und doch wirklich offiziell ist, dann werde ich euch natürlich davon berichten, aber ansonsten ist das Ganze meiner Meinung nach eher mit Vorsicht zu genießen. Ja, und im Endeffekt geht es um eure Daten und ich glaube, die will keiner abgeben. Als nächstes schauen wir uns die Jobdetails an für den Alice im Wunderland Job, und der findet ja heute um 17 Uhr deutscher Zeit statt, am Mittwoch. Und wir haben insgesamt natürlich das Ganze im Blindbox-Format, natürlich mit insgesamt drei Charakteren, wie auch schon im gestrigen Video angesprochen hat. Als Ankommen sehen wir hier natürlich Alice selbst, das ist natürlich logisch, mit einer Editionzahl von 2357 Stück, natürlich der First Appearance und einem Listenpreis von 50 Gems pro Blindbox. Ansonsten sehen wir danach einen animierten Charakter, und zwar sehen wir hier nämlich den Hutmacher an der Stelle. Und ja, das Ganze wird insgesamt nur 1951 Editions haben und natürlich an dieser Stelle auch die First Appearance sein. Als letztes haben wir dann hier auf jeden Fall noch eine Ultra mit dabei, und das Ganze ist nämlich, ich kann es leider nicht aussprechen, aber Chesiria Cat. Und ja, das Ganze wird an dieser Stelle hier eine Editionzahl von 1245 Stück haben, natürlich auch eine First Appearance sein, und das sind auf jeden Fall hier die Daten zu diesem gesamten Job. Und ansonsten sehen wir am Donnerstag tatsächlich auch schon den nächsten Comic-Job, und zwar nämlich mit der First Appearance of the Age of Apocalypse Universe. Und hier sehen wir nämlich X-Men Alpha Hashtag 1 mit exklusiven Rare und Ultra Cover natürlich wie immer. Das Ganze wird am Donnerstag, wie gesagt, um 17 Uhr deutscher Zeit droppen. Natürlich wie immer im Blindbox-Format mit exklusiven Rare und Ultra Covern. Das sind einmal die Cover, die wir bekommen werden. Für mich persönlich ehrlich gesagt kein Job, den ich mitnehmen werde. Nicht nur aufgrund der Cover, sondern auch aufgrund der Daten von Go Collect. Denn die sind nämlich nicht gerade vielversprechend hier an dieser Stelle. Ja. 60 Gems für eine 9.6 sind einfach mal gerade nicht allzu viel. Dementsprechend hier auf jeden Fall an dieser Stelle für mich persönlich ein Skip. Ansonsten kommen wir auf den nächsten Infinity Stone zu sprechen, und der wird tatsächlich schon am Freitag, dem 20. Januar droppen, nämlich um 17 Uhr deutscher Zeit. Und das Ganze, ja, wird wie gesagt hier der vierte Infinity Stone sein, und so wie es aussieht, werden wir tatsächlich auch nur ihn alleine bekommen. Ihr seht ihn auch schon hier einmal drin, und ja, das Ganze ist natürlich hier an dieser Stelle schon ziemlich interessant, denn wir bekommen damit den vierten Infinity Stone, und dementsprechend fehlen tatsächlich nur noch dann zwei Infinity Stones, bis wir alle sechs haben. Und es wird ja vermutet, dass dann auf jeden Fall hier auch sozusagen als Airdrop oder möglicherweise dazu irgendwie hier der Thanos-Handschuh kommt, mit dem man dann bestimmte Utility haben könnte. Ich persönlich gehe davon aus, dass wir diesen Handschuh tatsächlich, wenn wir ihn wirklich bekommen sollten, auf jeden Fall dieses Jahr noch bekommen sollten, denn jetzt zum Anfang des Jahres hier auf jeden Fall den vierten Stein zu droppen, nach seinem Verlaufe des Jahres hier die letzten zwei zu droppen, macht meiner Meinung nach auf jeden Fall Sinn. Dementsprechend bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, und schreib mir doch auf jeden Fall mal sehr gerne unten in die Kommentare, wie viele Steine du schon hast und ob du denkst, ob wir hier diesen Thanos-Handschuh bekommen oder nicht. Ich bin sehr gespannt auf deine Meinung in den Kommentaren. Und als letztes kommen wir noch auf ein sehr interessantes Update zu sprechen, und zwar können sich hier nämlich alle Android-User freuen. Hoffentlich auch bald wir iPhone-User, aber hier für alle Android-User gibt es auf jeden Fall ein sehr positives Update, denn es ist nämlich endlich die neue Searchbar am Start. Das Ganze ist ja tatsächlich schon für die Web-App verfügbar gewesen. Jetzt ist das Ganze aber auch tatsächlich hier
für die normale App auf dem Handy verfügbar. Ihr seht es schon, man kann hier im Prinzip Silver eingeben und dann wird das Ganze sehr viel schöner an dieser Stelle hier aufgelistet. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ihr könnt mir gerne auch ansonsten mal eure Meinung zu der ganzen Searchbar, wenn ihr das Ganze schon testen konntet, unten in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, was eure Meinung zu diesem ganzen Ding ist. Aber mir gefällt das auf jeden Fall sehr gut und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es denn aussehen wird, auch wenn wir es endlich auf dem iPhone haben. Und das war es an dieser Stelle dann tatsächlich auch schon wieder mit den gesamten News des Tages. Wenn dir das ganze kurze Video gefallen hat, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich natürlich bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir da draußen noch einen wunderschönen Morgen, Mittag und Abend. Bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao.